Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Müll drin. Jetzt bin ich ja gespannt, ob das zählt. Ja, das zählt sogar. Sehr gut. Das zählt sogar, den Müll hier rauszuholen. Wunderbar, dann kann ich den natürlich gleich hier hinpacken. Also das dorthin, das dorthin. Das verkaufe ich alles. So, und dann kann ich die... Fischreusen hier gleich wieder... Ne, zu der komme ich nicht da. Okay. Dann kann ich die wieder gleich bestücken. Also wenn das zählt, dann ist es okay. So, aber es reicht halt trotzdem. Ich habe nur noch 3 Tage Zeit. Und ich brauche noch 14... was? Ah, das wird richtig knapp. Aber okay. So, mein Gewächshaus brauche ich eigentlich nicht wirklich reinschauen. Weil das läuft ja alles alleine. So. Moment, hier unten ist noch ein Ei. Das hätte ich fast übersehen. So. Und ein Ei. Oh, das sind sogar 2. Nein. Ich möchte die 2 Eier hier reinpacken. So, warte mal, habe ich die alle voll? Ja. Ich denke mal, heute kann ich auch mein Schaf wieder scheren. Ja. So. Sehr schön, die Wolle kommt hier rein, die Schere kommt hier zurück. Heute ist der fahrende Händler wieder. Da könnte man ja mal schauen, was der vielleicht anzubieten hat. So, die Pilze brauche ich auch nicht essen. Die haben sehr negativen Einfluss. Aber ich kann, glaube ich, die Preiselbeeren heute ernten, ne? Ja. Die sind auf jeden Fall. Hier ist einmal Rhabarber. Die sind auf jeden Fall erntebereit gewesen heute. Super. Also wenn ich Geld brauche, kann ich die verkaufen. Wenn ich natürlich Goldene habe, wäre es ein bisschen ärgerlich. Und Diamant ist auch fertig. So, die Goldenen. Die kommen hier zurück. Hallo Miezekatze. So, ich würde gerne halt nochmal probieren, heute in die Mine zu gehen. So, 2 Diamanten habe ich wieder. Aber die ist halt so gefährlich, die Mine. Kann ich denn eigentlich Bomben machen? Ja. Gold, Solar, Schatten. Eigentlich kann ich die machen. Ich habe Solar-Essenz, ich habe Schatten-Essenz und ich habe Gold. 4 Stück kann ich machen. Ah, weil ich kein Gold mehr habe. Okay. Weil ich kein Gold mehr habe. Ich habe halt diese großen Bomben, ne? Aber eigentlich müsste ich halt angeln, damit ich dieses Müllgelumpe da voll kriege. Aber ich habe mich damit eigentlich abgefunden, dass ich das nicht schaffen werde. Ich meine, angeln kann ich ja überall. So, was haben wir denn? 16.000. Ich könnte mir eigentlich bei Robin den Schuppen leisten, wo ich das dann alles reinpacke. So, mal schauen, was hast du anzubieten? Weizensaat, eine Batterie. Ja, da gibt auch nicht so viel. Ein Kugelfisch. Wisst ihr was? Komm. Dann hab ich nämlich das Ding fertig. Das Gemeinschaftshaus. Also das Aquarium. Dann habe ich das nämlich fertig.
können wir das nämlich wegschaffen. Und dann probieren wir es halt nochmal in der Mine. Nee, eigentlich wollte ich ja angeln, war. Ich kann auch nicht den ganzen Tag angeln, nur um hier ein bisschen... um hier ein bisschen Müll zu bekommen. Ah, das müsste ich halt. So, Moment, hier oben ist auch was fertig. So. Ja, ich versuch's nochmal in der Mine, aber ich habe halt Angst. Ich will halt meine Sachen nicht verlieren. Ich kann mir halt immer nur einen Gegenstand wieder zurückholen, wenn ich, dem Kollegen dann Bescheid gebe. So, jetzt geben wir mal den Kugelfisch ab hier. Bündel komplett. Und wir haben eine schöne Mahlzeit bekommen. Das ist natürlich sehr gut. Wunderbar. Noch mehr Unimos. Wenn wir hier fertig sind, kehren wir in eine andere Welt zurück. Sehr schön, das Aquarium ist fertig. Jetzt fehlt ja nur noch das Dings hier. Und dann ist ja das Gemeinschaftszentrum, denke ich mal, so gut wie fertig. Ein rostiger Löffel. Kann ich nichts mitmachen. Ein neuer Auftrag. Ich hätte gerne einen Riffbarsch. Ich hätte auch gerne einen Riffbarsch. Ich werde aber mal das Essen vielleicht sogar hier vorne hin tun. Da komme ich vielleicht sogar noch ein bisschen besser damit zurecht. Mal sehen. Mal gucken. So, 50. 500 kostet das ja. Also ich sehe mich schon wieder sterben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe mich schon wieder sterben. Aber ja. So, hier könnte ich natürlich noch ein bisschen Starfruchtsamen kaufen. Hier brauche ich halt so eine prismatische Scherbe. Um das Schwert zu bekommen. Und das finde ich halt nur in den Minen. Oh, Schleimi. Warte mal, ich habe ja hier so eine Megabombe. Und mal gucken, wie viel die bringt. Auf jeden Fall Steine. Die hässlichen Drachenviecher, ey. Ich habe ja auch halt kein Glück, glaube ich, ne? Ich habe, glaube ich, auch heute kein Glück. Da ist definitiv Eisen, das nehme ich gerne mit. Karotte und eine Geode.
So. Einmal essen bitte. Meine Güte. So, jetzt esse ich das mal sicherheitshalber. Da ist ein Loch, da kann ich auf jeden Fall reinspringen. 6 Ebenen nach unten. So, Moment. Das könnte Iridium sein. So, einmal essen. Komm her, du Hässlicher. Ich glaube, bei den Schleim bringt das nicht wirklich was, oder? Oh, sogar gleich 2 Treppen nach unten. Bin ja schon fast tot, oder? Das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Bisschen Stoff. Okay, da ist die Treppe nach unten. Habe ich noch irgendwas zu essen? So, Käse bringt ja auch einiges, ne? So. Kann mir zumindest ein Iridium-Bahn, denke ich mal, machen. So. Oder aber halt keine Treppe nach unten.
So. Da ist eine Treppe nach unten. Okay. Mine verlassen. Will mein Iridium. Okay, bis zur 20 kann ich. Will mein Iridium auf jeden Fall behalten. Das ist auf jeden Fall Fakt. Meine Güte. So, ich kann auch nichts mehr mitnehmen, weil ich bin voll. Ich bin echt voll. Schade. So, ein paar Steine kriege ich hier noch mit. Ich glaube, die sind auch... Ne, die sind nicht relativ gut. Der Käse ist... Der Käse ist besser. Ja, 22.20 Uhr. Ich gehe nach Hause. Da haben wir ja zumindest mal ein... Also ein... Wie soll ich sagen, ein Tag ordentlich in der Mine verbracht, ohne gleich zu sterben oder so. Und ich habe sogar Stoff bekommen. Stoff ist natürlich auch nicht schlecht. Okay, das hebe ich alles auf. So, warte mal, die Omnigeonen kommen da rein. Viermal Iridium, das ist sehr gut. Viermal Iridium ist sehr gut. So, das kommt alles. Moment, ich habe sogar einen Ring bekommen. Glücksring. Der Mondemblem soll demjenigen, der es trägt, Glück bringen. Glück plus 1. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So, dann kommt das alles hier rein. Moment, Höhlenkarotte hatte ich ja dort vorne. So. Und... Dann würde ich sagen, einmal Iridium hier rein. Dann brauche ich natürlich noch ein bisschen Kohle. So. Die Höhlenkarotte und die Magma-Geode hebe ich mir noch auf. Immerhin ein Iridium-Bahn ist ja was. So, Bomben habe ich auch noch ein paar. So, warte mal, Höhlenkarotte hatte ich, glaube ich, hier oben drin, ne? Ja. Das behalte ich noch. Das behalte ich ja schon 23 Uhr. Ist schon 23 Uhr. Ich könnte natürlich das andere Zeug noch alles verkaufen. So, den Schatz brauche ich jetzt nicht. Den hätte ich mir zwar holen können. Aber wie gesagt, ich müsste ja Müll formen. Aber Müll werde ich nicht. Vielleicht müsste ich mir noch einen Köder. So. Einmal Preiselbeer hier rein. So. Dann hole ich mir mal ganz schnell noch die Mayonnaise und den Käse. Müsste ich ja auf jeden Fall noch schaffen. Habe ich morgen auch noch mal zweimal fertig. So, es ist 0 Uhr, es wird spät. Ich weiß, alles gut. So, was kann ich denn mit Stoff eigentlich machen? Ich sollte vielleicht den Stoff auch aufheben. Das werde ich auch machen. Die werde ich bei den Blumen mit reinpacken. Sicherheitshalber, man weiß ja nie. Also das weg, den Käse hebe ich auf. Der bringt halt doch relativ gut Energie. So, und dann ist der Tag vorbei. Auf geht's, ab ins Bettchen. Oh, was machen die Unimos?
Da kann man, glaube ich, schürfen, wenn mich nicht alles täuscht, an so glitzernden Stellen. 6000, ja. Sehr schön. Es läuft. Und da müsste ich wirklich vielleicht zu Robin gehen, dass ich mir so ein. Muss ich mir aber genau überlegen, wo ich das Ding hinmache. Wo ich das dann alles hinpacke. So, wer hat heute? Evelyn hat heute. Und wieder kein Glück. Na gut, ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge Start Your Valley wieder ein. Bis dahin macht's gut, euer Basti. Tschüssi.